Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Train Simulator bei meiner ersten Fahrt mit der Baureihe 425 von TSG. Wir sind unterwegs als Regionalbahn, als Hamsterersatzverkehr. Seit Dezember 2009 sollen auf der Moseltalbahn die Talent 2 ihre neue Heimat beziehen. Einige technische Probleme an den Zügen sollten die Zulassung der Züge durch das Eisenbahnbundesamt jedoch stark verzögern. Im April 2011 sind immer noch keine Talent 2 im Einsatz. Stattdessen verkehren die altbekannten Züge in einem Ersatzkonzept in den neuen Fahrplanlagen. Während auf der RB 81 von 426 bis DR Dosto quasi alles fährt, wird die RB 82 vorrangig mit Zügen der Baureihe 425 betrieben. Ebenso einen Zug sollst du heute auf seinem Weg nach Perl bis Trier bringen. Allerdings muss der verspätete Intercity 132 nach Luxemburg noch an dir vorbei. Rechne also mit einer leicht verspäteten Abfahrt. Außerdem ist das FIS in deinem Zug ausgefallen. Die Ansagen kommen heute also nicht vom Band. Sehr gut, dann wissen wir Bescheid. Wir müssen noch ein ICE durchlassen. In Intercity durchlassen. Und wir haben ein bisschen Zeit, um das Ganze hier noch vorzubereiten. Ja, sehr schönes Fahrzeug. Keine Frage, das wusste ich auch vorher schon, aber bislang war ich irgendwie ein bisschen zu geizig, mir das Ding zum vollen Preis zu kaufen. Und im Adventskalender von 3D-Zug war das gute Stück jetzt für knapp 14 Euro zu haben. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Also das ist wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr guter Deal, würde ich mal behaupten. So, dann sind wir eigentlich eh schon soweit abfahrbereit. Zugzielanzeiger. Licht machen wir natürlich noch an. Was war das noch? Steuerung 0. Beziehungsweise 0. Steuerung 0. Dann geht's Richtung Wittlich, Trier Hauptbahnhof. Und es hieß ja RB 82. Das ist eine, also den wir heute fahren. Dann passt das auf jeden Fall hier schon mal mit dem Zugzielanzeiger. Und dann müssen wir nur noch abwarten, bis der Intercity hier vorbei gedonnert kommt. 18:33 ist Abfahrt. Also noch knapp 5 Minuten. Ich glaube, da hinten kommt eh schon irgendwas angerollt. Jo. Das dürfte eine 181 sein. Ja, sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir. Hier auf der Moselstrecke. Unterwegs mit der 425. Gut sieht sie schon aus. Also die ist schon stark gemacht. Bislang hatte ich ja nur die DTG-Variante. Die bei, glaube ich, Mannheim-Karlsruhe und wo ist er noch dabei? Irgendwo ist er noch dabei. München-Garmisch, glaube ich, wird auch noch eine mitgeliefert. Bin mir nicht ganz sicher, aber das ist natürlich schon ganz andere Qualität, was wir hier am Start haben. Auch innen drin alles schön ausgestattet, ausmodelliert. Verschiedene Positionen, man kann sitzen, man kann stehen. Feine Sache. So, da kommt der besagte Kollege. Ach, der macht hier auch noch Zwischenhalt, okay. Auch eine super schöne Lok. Ewig nicht mehr gefahren, das Ding. Aber es gibt halt auch nicht so wahnsinnig viele Aufgaben. Zumindest keine, die ich fahren könnte. Der sollte vielleicht mal hier noch ein bisschen was verändern, der Kollege. Wird sonst schwierig, glaube ich. Aber gut, er wird schon wissen, was er tut. Ich will ihm da mal nicht reinreden. Ah, schön anzusehen, oder? Ah, Screenshot. Die Gelegenheit lasse ich mir nicht nehmen hier. Das ist ja schon echt cool. Kriegt man auch nicht alle Tage zu sehen. Nicht im TS und schon gar nicht in der Realität. Vorne aufgebügelt. Okay, das macht wenig Sinn in meinen Augen. Na gut, der verdünnisiert sich und dann wird es für uns auch gleich auf die Strecke gehen. Mit einigen Zwischenhalten. Salmtal, Seelem, Hetzerath, Föhren und so weiter und so fort. Bis runter nach Trier Hauptbahnhof. Das ist unsere Aufgabe, die wir heute zu lösen haben. Rollmaterial habe ich alles beisammen, bis auf 1. Also ich glaube, das war die 623, ich habe es vergessen, oder 643 von Rail Traction, die ich noch nicht mein eigen nenne. Aber die steht auch nur irgendwo rum. Also irgendwo fehlt ein Deko-Zug. Der Rest ist vorhanden. Sehr schön.
So, dann haben wir noch einen Moment. Habe ich jetzt schon SIFA PZB habe ich angemacht, oder? Ja, definitiv. PZB sieht man ja. Na, ja, schon hochwertig gemacht hier, die ganze Geschichte. Gute Texturen, alles schön ausmodelliert. Das kann sich sehen lassen, die Geschichte. Da haben wir noch eine Beleuchtung, eine zusätzliche. Ja, ist ja fast schon weihnachtlich. Sollen wir die anlassen? Ich glaube, die lassen wir mal an. Ja, wobei. Das lenkt nur ab. Ja, cool. Fenster kann man auch bedienen, runterlassen, rausschauen. Lässig, gefällt mir gut. Tür kann man wahrscheinlich nicht öffnen, oder? Das wäre jetzt noch so das Schmankerl oben drauf. Ne, das geht nicht. Hier drüben auch nicht, aber Fenster kann man runterlassen. An beiden Seiten. Stark. Ich mag solche Features, mir gefällt das. Vielen ist sowas, glaube ich, völlig egal. Sogar hier hinten kann... Ach geil, da kann man komplett dicht machen. Na, dann lassen wir uns mal nicht über die Schulter schauen hier. Von den Leuten in der ersten Klasse. Cool. Ja, das ist schon cool. Und ich glaube sogar, Moment mal, für Sitzposition. Ja, man kann sich sogar hier hinten reinsetzen. Okay, dann sieht man das halt hier, ne? Lässig. Gefällt mir. Auch hier wird Zugzielanzeiger korrekt dargestellt. Ja, geil. Schönes Teil, schönes Teil. Nehmen wir mal wieder Platz hier vorne auf unserem, bei unserem Arbeitsplatz. Okay. Dann kann es auch schon losgehen, denke ich mal. Licht haben wir an. Bremsen sind gelöst. Richtungswender nach vorne. Los geht die Reise. Türen sind geschlossen. Sieht man an diesem T hier unten. Passt also. Können wir Gas geben. LZB-Ausstattung ist auch an Bord. Braucht man natürlich nicht auf dieser Strecke. Befreien sollten wir uns noch, sonst wären wir gleich hingestellt. Und wir haben Ausfahrt mit Tempo 60. Ach schön. Ein neuer Triebwagen zu einem wirklich absolut fairen Preis hat den Weg in meinen kleinen Fuhrpark gefunden. Oh, ja, ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. SIFA kommt auch noch dazu. So. Passt. Sicher unterwegs mit Hans Dampf. Okay, dann können wir auf Streckengeschwindigkeit gehen, Tempo 100. Nächster Halt, dann Salmtal. Ausstieg, voraussichtlich in Fahrtrichtung rechts, würde ich mal vermuten. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich. Ach, es kommen Ansagen. Unsere Regionalbahn der Linie 82 nach Perl über Trier. Unser nächster Fahrplan, wie Sie gehalten ist, dann in wenigen Minuten Salmtal. Na gut. Dann muss ich mir die Mühe nicht machen. So, erste Fahrt natürlich. Mit der Bremsung muss ich vielleicht noch ein bisschen üben mit dem Bremsverhalten. Schauen wir mal, wie gut ich zurechtkomme. Für Pünktlichkeit kann ich natürlich nicht garantieren, aber wir haben keinen Fahrplan in dem Sinne mehr. Ne, wir können einfach... Ist egal, wann wir ankommen. Relativ intensive Windgeräusche. Ach, habe ich das Fenster? Ach, ich habe das Fenster noch offen. Okay. Damit ist das auch geklärt. Ah, angenehmer Sound. Gefällt mir gut. Okay, Salmtal. Knapp 6 Kilometer. Ja, schön. Ich weiß gar nicht, was kostet die nochmal für einen vollen Preis? Ich glaube, es waren 25 Euro.
Da war die ursprünglich sogar noch teurer und ist dann irgendwie doch nochmal günstiger geworden nach relativ kurzer Zeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber 14 Euro in diesem Adventskalender, das ist schon echt ein sehr guter Preis. Da kann man echt nicht meckern. Und ich hatte die schon länger auf dem Zettel. Es war klar, dass ich die halt irgendwann im Sale kaufen werde. Und jetzt war es dann doch soweit. Wenn man ein bisschen geduldig ist im TS, dann bekommt man schon seine Sachen. Mit Ausnahmen natürlich. Nicht jeder macht Sales. Leider. Aber gerade 3D-Zug, also ich hatte das ja in diesem Community-Tab auch verlinkt, den Adventskalender, da habe ich mir jetzt doch einige Sachen nochmal gegönnt. Waren zwar auch ein paar Sachen dabei, die ich mir sonst möglicherweise nicht gekauft habe, sowas ist natürlich dann auch nicht ganz so schlau, aber man konnte schon ein paar wirkliche Schnäppchen machen. So, AP0 voraus. Ach, hat gerade noch umgeschaltet, der Kollege, okay. Tempo 100. Na gut. Glück gehabt. Das war knapp. Schöner Sound, also so kennt man die halt auch einfach. Totaler Wiedererkennungswert. So, kein Grund zur Hektik. Wir können es gemütlich dahin rollen lassen. Das gute Stück. I like it. Der nächste Halt dann Salmtal. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, ich sollte langsam bremsen. Ah, gute Bremswirkung. Das passt. Dann achten wir mal auf den Fahrkomfort. Immer schön an die Fahrgäste denken. Recht kurzer Bahnsteig. Na, das war schon mal nicht ganz so ideal, aber ein bisschen kann man ja schon drüber stehen. Schauen wir mal. Ja, ausbaufähig, sage ich mal. Aber nicht so dramatisch. So, 143 mit Doppelstock. Ja, cool. So, weiter geht's. Zu. Dann geben wir Gas. Ah, schöner Neuzugang. Das passt voll. Das werde ich nicht bereuen. Diesen Kauf. So, wir haben es nicht allzu weit bis zum nächsten Halt. Bisschen früher runterbremsen diesmal. So.
Wir erreichen dann jetzt Seelem im Landkreis Wittlich. Auch hier ist der Ausstieg zu Ihrer Rechten. Okay, ja, das sollte gut funktionieren hier mit der Bremsung. Glaube ich auch wieder ein relativ kleiner Haltepunkt hier. Faustregel ist bei mir ja immer so mit 60 km/h in den Bahnhof einfahren, dann kommt man eigentlich immer gut zu stehen, aber hier glaube ich macht es durchaus Sinn, ein bisschen langsamer reinzufahren. Okay. Diesmal passt's. So, Türen geöffnet. Einwandfrei zum Stehen gekommen. Auch nochmal erster Klasse Bereich. Da dürfen die Radler rein. Ach, schönes Teil. Gut. Bremsen lösen. Türen sind dicht. Abfahrt. Und weiter geht's. Maximale Beschleunigung. Nächster Halt ist dann Hetzerath. Das wird jetzt ein bisschen Stop and Go. Und hier der 1233-2 auf, Weg nach Hetzerath. Okay. Ja, dann danke für die Info und sonst noch einen ruhigen Dienst, ne? Ja, danke jedenfalls. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht allzu viel verstanden. Hätte ein Tick lauter sein dürfen. Schauen wir mal. Zugüberholung, kann das sein? Auf jeden Fall irgendein Ereignis, was dazu führt, dass wir noch ein bisschen länger warten müssen, denke ich. Wir haben auch ein HP0 angezeigt. Gekündigt. Schauen wir mal. Wir werden es rausfinden. Zugüberholung ist unwahrscheinlich. Ich glaube, dass es hier auch noch zweigleisig sein dürfte. Na, wobei, kann schon sein, dass wir noch irgendwas durchlassen müssen. Nächster Halt, Hetzerath. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Für die Fahrgäste aufgrund einer Fahrzeugstörung an einem anderen Zug verzögert sich die Abfahrt im Bahnhof Hetzerath voraussichtlich um wenige Minuten. Ich wiederhole nochmal. Nächster Halt, Bahnhof Hetzerath. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Okay, Fahrzeugstörung. Und deswegen haben wir hier ein bisschen längere Standzeit. Sie auch. Sandwich.
Ja, bunt gemischt, der ganze Betrieb hier aktuell. Was hier so in der Gegend rumfährt. Das waren jetzt, glaube ich, 3 Regionalzüge, Regionalbahnen, die uns entgegenkamen. Jeder war ein bisschen anders. So, also Türen haben sich schon geschlossen bei uns. Ja, da könnten wir halt jetzt, glaube ich, mit Rangiergeschwindigkeit weiter. Macht das Sinn? Ich meine, angekündigt war ja, dass das hier ein bisschen länger dauert. Ich weiß auch nicht, sollen wir schon mal vorziehen? Können wir eigentlich machen, oder? Es wäre halt für Rangiergeschwindigkeit freigegeben. Also sollte man das eigentlich auch nutzen. Naja, mal schön behutsam davor fahren. Wir haben auch noch eine Beeinflussung und Wechselblinken. Und dann schauen wir mal, ob es grün wird. Also eine Überholung wird es vermutlich nicht geben, denke ich mal. Das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Wenn, dann kommt uns noch irgendwas Langsames entgegen, der hier vielleicht auf das Gleis rüber soll. Nee, macht auch keinen Sinn. Irgendwas wird uns vorausfahren, was halt irgendwie ein kaputter Zug, der nicht mehr so schnell kann. Irgendwas zuckelt uns halt noch voraus. Ja! Ich war doch noch nicht so schnell, oder? Also mir ist schon klar, dass hier der Magnet liegt, aber da hätte ich doch jetzt mit dem Tempo locker drüber fahren können. Merkwürdig. Nächster Halt, Föhren. Ausstieg links. 500 Hertz Beeinflussung ist ja normalerweise, dann wird man ab 25 zwangsgebremst. Ab Tempo 25. Merkwürdig. Das ist halt echt die Frage, wie ist das jetzt gedacht hier vom Szenario-Erbauer? Ich meine, das bedeutet ja tatsächlich hier die 3 Punkte, dass wir halt mit Befehl 40 drüber können. Sollen wir das machen? Aber dann müssen wir halt theoretisch auch dahin kriechen. Bin noch ein bisschen unschlüssig. Kann ich mir auch noch überlegen. Ich habe ja noch 100 Meter. 130 Meter. 120. Ja, ich glaube, wir machen es. Wir fahren da drüber mit Befehl 40. Ja, wenn der so lang braucht, um diesen Blockabschnitt freizumachen, dann ist er wirklich langsam unterwegs. So. Wir haben jetzt auch keine Beeinflussung mehr. So. Wird schon gut gehen. Theoretisch dürfte ich jetzt auch nur mit 25 weiter. Streckengeschwindigkeit wird hier mit 60 angezeigt. Ah, der ist liegen geblieben. Deswegen, oder? Der ist liegen geblieben, weil hier die Weiche steht ja auf Gleiswechsel. Dann werden wir den überholen. Okay, interessant. Interessant. Ja, ich denke, dann können wir auch guten Gewissens mit 60 weiterfahren. Schauen wir mal. Ob
über den Kollegen zu sehen bekommen. Und ich würde jetzt auch auf Streckengeschwindigkeit gehen, ehrlich gesagt. Wie weit haben wir es denn bis nach Führen? Ach, hier hätten wir jetzt sogar wieder einen Fahrplan gehabt. An einer Station. Ja, nee, stimmt gar nicht, an mehreren. Okay, gut. Haben wir damit schon mal verkackt, den Fahrplan. Zu sehen. Ja, auf jeden Fall ganz interessant. Ich mag das gern, wenn solche Sachen eingebaut werden. Langsamfahrstelle haben wir hier. Da ist doch kein Kollege liegen geblieben. Das ist einfach eingleisig hier aktuell wegen der Langsamfahrstelle, kann das sein? Wird hier gebaut. Merkwürdig. Ja, wir sind mal ein bisschen vorsichtig. Wir haben ja sowieso gleich Führen erreicht. So. Ist das dann der kaputte Kollege? Davon würde ich jetzt fast ausgehen, oder? Macht den Eindruck. Ach, ist das der Interessierte von vorhin? Der ist liegen geblieben, oder was? Tragisch. Was haben wir denn extra noch vorgelassen? Und jetzt steht er hier blöd rum und kommt nicht weiter. Ja, wenn ich jetzt nett wäre, könnte ich natürlich die Leute aufsammeln. Wenn aussteigen könnten sie. So, machen mal die Türen auf und schauen uns das Desaster mal an hier drüben. Schau an. Ja, ich würde sie schon mitnehmen, so ist es nicht, ne? Aber ich fahre ja immerhin bis Trier. Da könnten sie halt dann umsteigen, theoretisch. Tja. Kollege, ich hab's ja noch gesagt, der sollte vielleicht mal seine Jalousien öffnen. Dann, ja. Das hat wohl nicht so ganz funktioniert. Und deswegen dürfen wir jetzt hier auf dem Gegengleis fahren. Mensch, Kollege, ich sag's noch. Mach doch keinen Scheiß. Aber gut, wir dürfen. Dann lass uns mal zusehen, dass wir weiterkommen hier. Schon genügend Verspätung eingesammelt. Ja, da hat sich wohl die Lok verabschiedet. Tragisch, sag ich mal. Tragisch. Wir sollen uns aber nicht weiter stören. Wir können wieder Gas geben. Ich denke mal, dann werden wir auch bald wieder aufs Regelgleis zurückgeleitet. Dann kommen wir ein bisschen später in Trier.
Okay, was haben wir denn hier für eine Situation? Da wären wir wahrscheinlich wieder übergeleitet, oder? Da befindet sich eine Weiche. Aber wir haben halt auch vom Regelgleis offenbar die 500 Hertz Beeinflussung mit dabei. Was mache ich denn mit der Situation jetzt hier? Wahrscheinlich mit Befehl 40, oder? Hatte ich so auch noch nie. Interessante Situation. Seht ihr, wir haben die 500 Hertz Beeinflussung vom HP0. So. Könnte richtig gewesen sein, was ich hier gerade gemacht habe. Könnte richtig gewesen sein. Links rüber. Da vorne steht auch nächster ein Kollege. Halt, Schweich, Aufstieg in Fahrtrichtung links. Dem wir jetzt natürlich sein Regelgleis blockiert haben. Durch unser Ausweichmanöver. Ja, interessant. Durchaus eine schöne Geschichte hier, diese Aufgabe. Oh, sehr, sehr kurzer Bahnsteig hier. So, dann schauen wir mal. Also wir dürften schon. Was ist das da vorne? Sieht aber auch... Ah, könnte ein Güterzug sein, oder? Das ist ein 151. Das ist wahrscheinlich der Erzbomber, oder? Der bekannte Erzbomber, kann er sein? Ah, ich glaube schon. Ja, wobei, das wäre eine Doppeltraktion. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas Richtung Erzbomber. Dann wird der uns jetzt noch vorbeilassen. Wir fahren wieder rüber auf unser Regelgleis. Und dann darf er hier durch. Interesting. Okay, ereignisreich. Gut, Türen sind geschlossen. Noch nicht ganz. Jetzt, dann wechseln wir hier mal das Gleis. Wir fahren damit Langsamfahrt aus. Sehr gut, da kommt die Überleitstelle. Wir könnten eigentlich auch noch Fernlicht dazu schalten. Das hat dieses Fahrzeug nämlich auch und nicht so knapp. Sorry, Kollege, nicht mein Fehler. Tut mir leid. Das war der Typ mit der 181, der die Jalousien unten hatte. So, der setzt sich auch direkt in Bewegung. Mhm. Ja, es funktioniert wunderbar. Gut, wir dürfen beschleunigen auf Tempo 80. Schönes Ding.
Ja, dann schauen wir mal, ob wir jetzt den Rest der Fahrt durchflutschen oder ob uns noch irgendwas erwartet. So, hier machen wir Fernlicht an. Zack. Mal schön den Tunnel ausgeleuchtet. Ah, sehr schön. Den kennen wir doch irgendwoher, die Kollegen. Unser nächster Halt, dann Quint, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. So. Schlecht gemähter Bahnsteig. Auch da haben wir wieder relativ wenig Platz. So, passt aber. Und dann haben wir es eh nicht mehr weit. Ne? Erang, Erang-Ort, Erang-Pfalzel und Trier. Na, dauert auch doch alles ein bisschen länger als geplant. Kommt denn der Sound hier? Hilfe. Na gut. Wir lassen Quint mal hinter uns. Nach Erang-Ort. Na, müssen wir da wirklich bei beiden anhalten, die liegen so eng beieinander. Na gut, so steht's im Fahrplan geschrieben. Tja, der wird auch bald zum Stehen kommen, der Kollege. Nächster Halt, Erang-Ort, Ausstieg rechts. Wo ist denn der Bahnsteig? Ah, da vorne, okay. Auch wieder super kurz geraten hier, das Ding. Also in diesem Streckenabschnitt war ich auch echt schon lange nicht mehr unterwegs. Also halt, wenn dann immer eher so Koblenz die Ecke rum und dann halt Moselstrecke, aber hier... Das ist echt eine ganze Weile her, Richtung Trier runter. Aber langsam dämmert's mir. Hier war ich schon mal vor längerer Zeit. Gut.
So, dann geben wir Gas. Bremsen lösen. Das sind halt echt nur 640 Meter bis zur nächsten Station. Könnten sie auch laufen. Wäre zumutbar. In meinen Augen. Ich weiß halt auch nicht, ist dann vielleicht hier irgendwie eine größere Firma oder so in ihrem Ort? Ich habe keine Ahnung. Ein paar Meter weiter erreichen wir dann den Bahnhof Ehren. Der Ausstieg dort in Fahrtrichtung links. Ja, er hat es genau richtig ausgedrückt. Ein paar Meter weiter erreichen wir dann Ehren. Schön gesagt. Ah, da ist der Erzbomber mit Doppeltraktion 151. Das ist der eigentliche Erzbomber. Cool. Ja, hat sich jemand Gedanken gemacht bei dem Szenario. Schöne Geschichte. So, schauen wir mal, dass wir hier ungefähr mittig zum Halten kommen, nicht zu weit vor. Ist hier nicht eh schon der Güterbahnhof? Ah, doch, doch. Oder Rangierbahnhof zumindest. Ah, so lang ist der gar nicht, der Erzbomber. Also eigentlich, die sind ja wirklich richtig lang. 700 oder vielleicht sogar 800 Meter, irgendwas um den Dreh. Ah, cool. 3D-Zug, Güterwagenpaket kann man hier wieder schön sehen. Bringt ordentlich Abwechslung in die ganze Geschichte. So, weiter nach Pfalzel. Nette Abendstimmung auch so. Sehr angenehm insgesamt. Nächste 143. Cool. Das sind dann wahrscheinlich die eigentlichen Richtungsgleise hier, oder? Das andere wird wahrscheinlich die Einfahrtgruppe gewesen sein. So, HP0, das ist dann das Ausfahrsignal von Pfalzel. Nächster Halt ist dann Pfalzel, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Passt. Nein, wir sind eh schon hoffnungslos zu spät. Mal ganz nebenbei bemerkt. Aber egal. War ja auch nicht zu verhindern, also. Oh, 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 da steht das. Das Ausfahrsignal schon mittendrin. Ah, okay, interessant, interessant, interessant. Oh, das ging aber gerade noch gut. Knappes Teil. Interessant, ja stimmt, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Bahnhof hier so ein bisschen anders gestaltet ist. Warum auch immer.
Das verstehe ich auch nicht ganz. Ich meine, hier ist keine Weiche oder so. Oder ist das halt irgendwie, muss der Durchrutschweg bis zu dieser Weiche so lang sein und muss deswegen das Signal genau da stehen, wo es steht? Kann das sein? Wäre die einzige Erklärung, die mir gerade so einfallen würde. Interessant. Habe ich eigentlich schon ein Bildchen gemacht? Ah doch, ganz am Anfang. Ja, wir machen noch mal eins. Screenshot und weiter geht's. Passt. Ja, nichts passt. Wechselblinken. Schön vorsichtig hier die letzten Meter. Wir haben noch die 1000 Hertz Beeinflussung. Na, das schaut doch auch ganz nett aus hier. Durchaus elegant, wie er hier so drüber rollt, ne? Okay, jetzt kann man ein bisschen Gas geben zumindest. Ich glaube, bei 1000 Hertz Beeinflussung muss man, glaube ich, mit 40 km/h maximal, oder? Wie war das? Aber ich glaube, das ist auch unterschiedlich, je nach Situation. Aber es ist ja auf jeden Fall ein HP0 angekündigt, aber das ist noch ein paar Meter weiter entfernt. Ah, Beeinflussung ist eh gerade. Hat sich verabschiedet. Okay. Heißt, wir dürfen nicht schneller als 85 aktuell. Ja, schön. Schön, schön. So, Vorsignal signalisiert uns ein rotes Hauptsignal. Ja, cool. Schön ein bisschen Rollmaterial verteilt hier. Wir erreichen dann in wenigen Momenten den Trierer Hauptbahnhof. Aufgrund einer technischen Störung eines anderen Zuges im Bereich Hetzerath sind wir zurzeit wenigen Minuten verspätet. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen. Dieser Zug fährt dann nach wenigen Minuten Aufenthalt in Trier weiter über Oberwillig nach Perl. Ja, das könnte noch ein Momentchen dauern hier. Die ganze Geschichte. Wir haben noch keine Einfahrt. So, ich hoffe mal, das hat alles seine Richtigkeit hier, dass wir hier noch ein rotes Signal haben. So kurz vor dem Trierer Hauptbahnhof.
Wir sind halt schon ordentlich zu spät dran. Ich hoffe mal, das hat irgendwie die Aufgabe, das Szenario nicht durcheinander gebracht. Das kommt mir tatsächlich jetzt ein bisschen merkwürdig vor, hier warten zu müssen. Also, ich gebe dem Ganzen mal einen kleinen Moment und dann würde ich es mal mit der Tab-Taste versuchen. Wie kriegt man denn nochmal hier die Dingsansicht? Nein, genau diese hier. Vielleicht kann man ja gerade auf die Schnelle erkennen, ob noch irgendwas entgegenkommt. Aber ich würde fast behaupten, wir sollten die Tab-Taste benutzen. Ja, sieht nicht so aus, ich glaube. Da waren wir vielleicht insgesamt jetzt einfach zu langsam. Das kann schon sein, das passiert durchaus mal, dass dann ein Szenario, wenn das irgendwie einen Zeitplan hat, der nicht mehr irgendwie durcheinander kommt halt. Okay, wir dürfen. Fangen wir da mal behutsam ein. Die Beeinflussung ist tatsächlich jetzt auch weggegangen. Schauen wir mal, ob wir durchkommen. Bin gespannt. Ja, ich weiß, ich verstoße schon wieder gegen alle Regeln. Aber das passt schon, glaube ich. Also das. Wahrscheinlich war ich echt dann insgesamt, auch wenn Verspätung eingeplant ist, aber ich glaube, ich habe einfach doch ein bisschen zu sehr rumgetrödelt. Ist zumindest meine Vermutung. Na immerhin, wir kommen wohlbehalten an und wir kommen vor allen Dingen an, was nicht jeder Zug heute in dieser Aufgabe von sich behaupten kann. Okay, wir kommen auf Gleis 12 Nord rein. In Trier Hauptbahnhof steigen Sie dann bitte links aus. So schaut's aus. Jo, das hat ja doch dezent ein bisschen länger gedauert als zunächst vermutet. Aber in jedem Fall doch relativ abwechslungsreich, interessante Geschichte heute die Aufgabe. Da ist die Haltetafel. Zugzielanzeiger sind sogar verbaut, wie man sehen kann. Cool. Gefällt mir. So, passt das so? Ja, passt. Können wir so stehen lassen. Gut, das soll es dann auch gewesen sein für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß während unserer Fahrt. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Das ist der Intercity, oder? Ach cool, schaut mal hier sogar mit etwa 40 Minuten später. Alle Zugzielanzeiger bestückt. Stark, stark. Cool. Jo, schönes Teil. Bis dahin. Macht's gut.